Hallo Community, herzlich willkommen zu einem neuen Magic Arena Video mit der Jenna. Hi! Und mit dem Jen. Tag. Und in diesem Video spielen wir Cascade Constructed und wünschen euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Dim, 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 dim. Mit uns hast du gute Karten. Bring! So, bevor es losgeht, in diesem Video werden wir natürlich auch wieder ein Code für ein Planeswalker Deck zwischendurch hochhalten und der ihn halt zuerst sieht, kann den Code einlösen und kriegt dadurch ein Planeswalker Deck. Und genau. Getwitcht wird jetzt immer am Donnerstag um 19 Uhr auf unserem Twitch-Account Trader Online Video. Es wäre richtig schön, wenn ihr vorbeiguckt, denn es macht immer ganz viel Spaß mit euch. Ja, und dann legen wir doch einfach los, ja, Julian. Dann legen wir los. Legen wir los. Oh, such ein Deck aus. Vernichtung! Juhu! Du spielst? Na? Ja. Ja, dann drück auf Spielen. Okay, jetzt geht's los. Boom. Direkt aufgeben! Zweimal aufgeben, zwei Niederlagen kassiert. Nice. Läuft. Vito Gazi. Okay. Okay. Also. Ja, es geht los. Kurt. So. Das ist ja jetzt so ein bisschen anders, das Format, als so ein normales Spiel. Ne? Und deswegen. Ja, das würde ich halten. Halten. Hier, ja. Schicke jedes Mal, wenn du in deinen ersten Zauberspruch in einem Zug wirkst, die oberste Karte ins Exil, bis du eine Karte ins Exil schickst, die kein Land ist und deren umgewandelte Mana-Kosten niedriger als die des gewirkten Zauberspruchs ist. Also, ich glaube, ich kann einfach damit anfangen. Ist so. Also wirklich. Deswegen denke ich, dass es ziemlich cool wird. Hoffe ich doch mal. Aha, ein Wald. Mm, ein Lano-Wald. Mm. Mm. Ja, die gehen ja alle wieder da drunter. Also. Wie das aussieht! Wie das aussieht! Jetzt bei uns. Tschüss los. Was? Na, wieso nicht? Ich will doch kein. Ich spiele das ja dann. Für null. Ja, aber. Was für null? Für null? Nee, für eins. Ja, und dann hättest für du eins zum Anschmeißen. Das ist doch dann total. Ja, dann hättest du aber den Lanova-Elfen wegmachen können. Der wird sich jetzt eh den Lanova-Elfen nochmal. Ja, aber du hättest einen wegmachen können schon mal. Nein. Guck mal, was er jetzt macht hier. Der hat gleich richtig viel Macht. Der hat hier jetzt schon 6 Mana. Spiel ich einen Lavastängel? Ja, wen denn? Na, spiel ich den. Na, und dann? Tut los. Haha. Ey, das ist eigentlich richtig witzig, das Format, wenn man so ein riesengroßes Board hat, ne? Hat der Mensch auch. Ja, nice, ey. Läuft bei uns. Ich glaube, wir bauen uns mit diesem Format einfach so schnell auf. Jeder witzig. Baut sich richtig, richtig witzig. Jeder baut sich richtig schnell auf. Guck mal, der spielt jetzt was für 6 und dann sucht er was für 6 aus seinem. Für 7 und sucht jetzt dann was für 7 aus seiner Bibliothek raus. Ja, das ist ein Schleim. Geht ja. Nanova 11. Wollte mich eigentlich verarschen. Wir haben 4 Nanova 11. Den müssen wir wegmachen. Der wird mir zu stark. Ja. Spiel. Ja. Getappt. Und dann. Ja. Und dann den Schlag. Direkt weg damit, ey. Das wollen wir hier nicht sehen. Haha! Wow. Ich wusste doch, dass wir den irgendwo in unserem Deck haben. Wow, das ist ja so toll, ne? Wow. Das, Greif mit denen an? Ja, bei einem 3-3 schon mal. Stimmt. Greif nur mit dem 1-1 an. Okay. Toll. Sister. Ich wusste es doch. Aber wir können dann gleich den Feldmarschall spielen, dann werden die alle stärker. Okay. Seine werden bestimmt auch noch irgendwie stärker. Ja, der hat 4 Ladova-Elfen, ey. Er hat 9 Mana. Das heißt nichts Gutes. Hahaha. Ahaha. Nur ein paar. Wie ist das denn? Ja, noch mehr Mana, ja, super. Der macht sich hier voll die Mana-Base. Punish the elements. Okay, tja. Okay.
Die Nissa ist doof, die ist richtig doof. Ja, die ist doof, die ist doof. Aber die ist einfach mega super und deswegen. Der braucht eigentlich seine Mana gar nicht mehr. Weil er hat ja so schon genug Mana. Spiele ich jetzt den Feldmarschall? Okay. Ich stell mal vor, wir kriegen jetzt einfach direkt noch einen zweiten. Ja. Oder wir kriegen gar keinen. Ja, er kann halt eine Nissa und die spielen in einem Zug. Und dann noch eine Karte. Oh, er hat nichts genommen. Ey! Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt was nehmen kann. Wen nehme ich? Nein. Oder? Das Land. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, so Schlamm oder Land, so, aber macht mehr Sinn. Wow, nein, nein, so, komm, wir greifen die Nisse an. Yeah. Yay! Also, das Format gefällt mir ziemlich gut. Nur ist doof, dass er sich auch so gut aufbauen kann. Und dass unsere 1-1er die ganze Zeit in dem 3-3er versenkt werden. Oh. Ja. Gleich ein Phönix raushauen, ne? Der hat halt sehr viele Kreaturen. Mana. Der macht sich auch richtig viel. Oh Gott. Ja. Krass, ey. Der hat, glaube ich, nichts mehr für 2 in seiner Regel. Rise, my elemental friend. Das ist echt stark. Wir müssen die jetzt langsam töten. Ich spiele jetzt einen Phönix. Ja. Ja. Wenn die jetzt nochmal sowas drauf hat. Oh. Game over. Wir schicken einfach die ganze Zeit die Länder wieder weg. Wir zerstören Kreaturen und Länder zugleich. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Greif die Nissa an, mein kleiner 1-1er Freund. Ja. Wir glauben an dich. Juhu. Ah. Immer blockt er. Wieso denn? Wieso blockt man? Das ist so unlogisch, ne? Ich würde niemals blocken. Ja. Wenn du gleich angreifst, musst du blocken, okay? Okay. Ah. Ja. Segen der Stadt. Ist am Start. Ja, der kann jetzt natürlich auch schön Karten ziehen, ne? Ey, das macht dem ja hier alles Mana. Ja, toll hier. Na, nicht alles, ne? Fast alles. Wir wollen ja jetzt nicht übertreiben. Ach so, oder? Sorry. Aber er hat noch eine Handkarte. Und die ist, glaube ich, recht scheiße. Ein Land. Oder auch nicht. Oh, das mit dem Adaptieren sieht so komisch aus immer, die Fähigkeit. Schrein, wenn man so Schrein rauskommt. Schrein. Und blablabla. Achso. Ich bin Tajik. Ja, ja, der hat einen Mentor. Und jetzt kriegen wir noch einen, noch mal eine Lavaschlinge. Pass auf. Nee, doch nicht. Wir haben einen dritten Boros Herausforderer. Ja. Wir können mithalten mit deinen Lanowelpen. Nice. Ich würde mal dann. Der greift eine Nissa an. Der greift auch die Nässe an. Ja. Ich würde sagen, dass der auch angreift. Weil wir haben ja noch einen zweiten auf der Hand. Also. Mhm. Ja. Mach. Auch auf Nässe, ne? Also alle drauf da. Soll so eine auch noch auf eine Nässe gehen? Keine Ahnung, ja. War das. Der ist jetzt. 3-3. 3-3, Mädchen. Er ist 3-3. Er kann jetzt das Schleimwesen endlich totblocken. Obwohl, der hat ja jetzt einen 3-5er liegen, ne? Ist ja ekelhaft. Den hat er hoffentlich vergessen. Sieht mir so aus, dass er es vergessen hat, dass er einen 3-5er hat. Was, sonst hätte er längst den Tajik schon mit einem 3-5er gelockt. Ich glaube, er hat sie vergessen. Oder er hat irgendwas mega krasses auf der Hand. Wofür er das Mana braucht. Das weiß ich nicht. Wie krasses. Okay. Das wäre nicht toll.
Ich glaube, da hat wirklich eine krasse Spalt. Der Steg ist einfach so viermal falsch. Okay. Das ist viermal der Landungswerf, ne? Das ist vom Landungswerf. Achso. Okay, ich weiß so. Wow, was geht hier ab? Ach, Jenny, das musst du doch wissen. Stell dir mal vor, der hat wirklich eine krasse. Das ist echt heftig. Boah. Kann er sich auch was richtig Großes raussuchen? Obwohl, ja, er sucht das Nest. Ja. Fünfmal. Krasus. Oh. Ah. Du musst ja doch eine wegschicken, oder? Krasus. Da war. Ich glaube, da ist gerade eine Krasus entweder unter unten in die Bibliothek ganz nach unten gegangen oder. Oder weg. Das kann ich dir nicht sagen. Hast du mich aufs Exil geschickt? Hallo, Jenna. Hm? Was? Klick auf das Exil. Okay, okay, eine Krasus ganz unten im Deck. Jetzt gerade. Ja, Spiel. Schocke ich mich? Ja. Okay. Mhm. Wir nehmen Land, ne? Mhm. Überleg, ist okay. Kann ich auch noch spielen? Ja, spielen. Komm. Ich greife jetzt einfach mal mit den beiden wieder an, ja? Ich will nicht so viele da reinopfern. Der wird eh von irgendjemandem geblockt. Voll, voll spannend, ey! Wie voll spannend? Das ist voll Billo. Ach so. Seine Kreaturen sind klein, unsere Kreaturen sind klein. Die können alle gar nichts. Ah, der will jetzt noch eine Karte ziehen. Ah. Interessant. Kann er das Land eigentlich auch zu einem Land-Dings machen? Ja, bestimmt. Jenna! Ah, nein, er hat noch eins gespielt, also. Ist einfach voll cool. Jedes Mal, wenn er die Fähigkeit benutzt, höre ich sie reden und es ist immer so, wow. Okay, 5. 6. 7. Achso, der will nochmal eine Karte ziehen. Ah, ich glaube, der hat irgendwie mit den Karten ziehen, ne? Aha! Oh, wow. Wow. Ist ja krass. Ich hätte was Größeres erwartet. Ja. Aber wenn sie steht, dann kann ich den besten Pferd. Wie wir einfach so viele Kreaturen hier liegen haben, ey. Er auch. Ja. Seine Nissa ist jetzt tot. Ich will die zweite Reihe anfahren. Oh mein Gott. Also sie ist. Das ist echt geil. Gerade richtig. Nice. Weißt du, hier. Es geht eigentlich darum. Und das Coole ist ja hier, wenn die stirbt, lege eine +1/+1, was auf jede weiße Kreatur. Weißt also. Eigentlich könnte man in diesem Deck mega gut Jace spielen. Weil man milt sich so richtig hart weg. Ich habe noch 38 Karten und der hat auch noch. Weil, weißt du, man milt sich richtig hart weg. Doch ist Jace eigentlich in diesem Deck mega stark. Weil der dich halt wegmilt. Und wenn du keine Karten mehr hast, hast du gewonnen. Und dann gehst du voll auf den Milt. Oh! Was hat er gemacht? Über Minenkontrolle über eine Kreatur. Ey! Und nix. Das ist gemein. Okay, ja. Damit wieder Phoenix stärker machen. Komm, wir versiegeln unsere eigene Kreatur, okay? Nein. Wieso nicht? Wollen wir den da versiegeln? Nein, das ist aber der einzige Fliegende. Hallo, mach den Fliegenden weg. Geht ja? Nicht. Wieso nicht? Die muss getappt sein. Schicke eine getappte Kreatur, so. Die einen Gegner kontrolliert, ins Exil. Ach so.
großen Kontrollen. Aber wenn es ist, dann wäre er wär, die jetzt erstmal aus dem Phönix gemacht und dann. Ah, läuft das. Wir können hier Erstschlag geben, ne? Ja, wir können aber auch dem anderen. Da. Den können wir auch. Ja, plus zwei. Und den können wir mal irgendwann. Mal weiter. Ja, aber jetzt ist mal auf Phönix. Phönix und greif ihn. Was kriegt denn der Phönix jetzt? Der wird stärker. Glaub ich. Ja, siehst du? Der ist 6-3 mit Trompelschaden, glaube ich. Ja. Ja, komm. Greif an. Ich glaube, jetzt mit dem beiden. Ja, an. Greif an. Okay. Bin ja dabei. Wann kommt die zweite Reihe? Bald, Julian. Wir sind in die zweite Reihe. Okay. Ha, ich finde das voll cool, dass wir den jetzt weggenommen haben. Ich nicht. Er kriegt 6 Schaden. Boom. Boom. Bada bam. Pow. Zu beenden. Pow. 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 Das läuft richtig super hier gerade. Ich bin stolz auf unser Deck. Wie super. Ah. Ja. Aber er muss es opfern, also. Oh. Ha! Der ist jetzt wieder 0-2. Okay. Weil er eine krasse ist auf der Art und darum wollte er die wieder haben. Das kann ich dir nicht sagen. Oh doch, das wird so sein. Der will so eine richtig hart fette krasse spielen. Ich sag. Wir greifen jetzt mit einem an. Aber sowas ja. Von. Die sind jetzt alle stärker, alle unsere Kräfte. Ja, bringt das überhaupt noch was? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel das da macht. Null. Siehst du? Ja, Greif mit einem an. Ja? Ja. Top so. Ich leg das mal auf die Aura. Aurelia. Okay. Jetzt mach ich nachher mal fertig, okay? Oh. Wir haben immer noch nicht die zweite Reihe angefangen. Ja! Ja! Ja, töte ihn! Achso, auf. Ja, auf den. Okay, und der mentert dann auf den, okay, und der mentert dann auf den, okay, und der mentert dann auf den, okay. Und der mentert dann auf den, okay, okay, okay. Und der mentert auf den! Und der mentert auf den! Was zum Mentor? Du bist, glaube ich, ein bisschen tot. Mal gucken. Außerdem können wir dem hier auch noch Erstschlag geben. Na, lass ihn erstmal blocken. Vielleicht lädt er ja noch. Das wäre jetzt richtig kacke, wenn er. Ja, aber lädt. Wir haben ja noch die Aurelia. Jetzt muss er erstmal rechnen. Jetzt muss er rechnen. Jetzt muss er rechnen. Jetzt muss er rechnen. Ja. Der ist doch eh tot jetzt. Das ist so cool. Ja. Wir überlassen ihm die Entscheidung. Ach, guck mal, er blockt gar nicht. Nice. Wie viel Schaden kriegt er jetzt? So. Jetzt geht's los, komm. Und los. Nice. Ja, minus 38, das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Oh mein Gott, das läuft so super mit dem Deck. Ihr müsst dieses Event auch mal spielen. Das ist voll witzig. Das ist voll witzig. Oh. Juhu! Coins, Coins, Coins. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott, dieses Format macht so viel Spaß. Das ist voll witzig, ja. Es ist so cool. Wenn man so richtig viele Kreaturen hat, so... Von 16 auf minus 38. Hat das hart, ne? Nein, von 10 auf minus 38. Von 10? Ja. Ah, stimmt, ja. 48 Schaden in einem Zug, also, ne? Nein. Keine Kreaturen. Mulligan. Halten. Ah, ja. Hast du Kettra drauf? Halten. Oben? Weiß nicht. Unten? Unten? Da brauchen wir noch mein Kind. Kommt der heiligen Schmelze an. Wieso, Sister? Sister. Oh, jetzt spielt er schon direkt was. Oh. Ah, das ist scheiße. Er spielt Monorot. Ist aber erkannt, dass er Monorot spielt.
Schicke ich dir ins Exil? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Soll ich nicht lieber noch eine Runde warten? Nein. Doch. Nein. Ich warte noch. Nein. Sicher? Ja. Du bist doch doof, ey. Bist du eigentlich doof? Och, wieso sagst du es mir denn dann, hä? Toll. Wieso können wir nur die... Ah, ich hätte abbrechen drücken sollen. Ja. Ablehnen. Wieso könnten wir nur die rausholen? Weil die anderen Karten wahrscheinlich da drunter sind. Krass. Aber voll super gemacht. Wow. Ja, genau. Jetzt kommt eine stärkere Kreatur und wir denken uns... Das ist ein Schaden. Fünf Schaden. Sehr schön. Das ist ein Deck, was Schaden schießt. Und ziehen aber keine Länder. Das ist ein Deck, was Schaden schießt, Jenna. Das ist schlecht. Das ist schlecht für uns, weil wir kein Mana ziehen. Weil er jetzt immer Schaden schießt auf uns. Und uns damit tötet. Pass auf, der schießt jetzt wieder Schaden auf uns. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Ja, ja, klar. Tu das, ja. Er spielt hier, spielt jetzt nochmal den da, ja, genau. Hab ich dir doch gesagt, ne? Und er hat einen. Ja. Das ist kein Land. Land. Das ist ein Kostenschutz. Da waren gerade die ganzen Länder, hast du das gesehen? Ja, auf einem Fleck. Wow, 1-1er, an die Macht. Der hätte uns jetzt bald schon getötet. Ja. Ja, Risikofaktor, ja, gibt's ihm halt, ne? Nehmen wir... Was machen wir? Möchtest du also... Also, wir möchten wir Schaden? Nee, wir möchten keinen Schaden, also ablehnen. Okay. Das lief gerade irgendwie besser für uns, finde ich. Und hier ist die ganze Zeit dieser Käfer an der Seite. Ah, klar, noch einer. Hm, ich brauche einfach mal einen, Leute. Weißt du, der... Nee, wir sollen uns tot schießen, finde ich, dass sonst mit der Punkt wird. Wir sind, glaube ich, gleich schon tot. Toll. Toll, jetzt muss ich mich selber schocken. Das ist voll geil. Selber töten. Macht doch voll Spaß. Das war jetzt die dritte davon. Ja. Ist doch gut so. Boah, wir haben 19. einen Schaden gemacht. Wir haben so 19. Ich bin so stolz auf uns. Am Ende tötet er uns sowieso mit Schaden schießen. Ja. Das kann sehr gut sein. Und ich könnte meinen jetzt schon aufgeben. Das tun wir nicht. Block da jetzt einen von. Und die restlichen 5 Schaden schießt er uns. Mit Feuer. Und das kann man nicht countern. Nein, weil es für 5 ist. Bräuchte dann aber ein Mana mehr. Dann macht er den Spieß umdrehen und holt sich einen Schock, was er nicht hat. Aber er macht sich da eins. Ja, nach oben. Und jetzt das heißt einen Schock auf der Hand. Nee, jetzt hat er nochmal. Oder noch einen Risikofaktor spielen. Da ist der Schock. Schau dich weg. Das lief jetzt nicht so gut. Danke, Deck, für diese ganzen wunderbaren Länder, die du uns gegeben hast. Warte, geh mal aufs Deck. Kann ich gar nicht. Kannst du nicht? Nein. Ich kann das Deck nicht verändern. Sideboard? Nein, okay. Okay, Julian. 7-7 KT, KT. Karte. Ja. Halten. 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 Halten, halten. Okay. Bitte halten Sie diese Hand, um weiter zu. Okay, dann gib mir deine Hand. Hier ist meine Hand. Oh. Oh, oh, oh. Wow. Du kannst sie wieder wegnehmen. Denn jetzt geht es direkt weiter. Mit den Nachrichten. Breaking News. CNN berichtet live aus Atlanta. Okay. Auto und Tornado in New York. Auto-Tornado? Nein. Ja.
in New York. Ach so. Die Autos fliegen im Gebäude, der, die Freiheitsstatue. Nein, hör einfach auf. Ist kaputt? Ist kaputt? Und die restliche Stadt auch. Okay. New York muss neu aufgebaut werden. Fahrerstelle? Das Leben, wie wir es kannten, ist vorbei. Ich greife jetzt erstmal an. Das flüstern mir die Vögel zu. Okay, hör auf. Okay, okay. Bitte. Spiel ich eine Lavastelle auf die? Ja? Ja! Okay. Nein. Bam! Nein. Jetzt gleich noch ein weißes Mana. Katze. Ja, das hab ich schon gesehen. Ah, ja. Ja. Die Katze hat wirklich Miau gesagt! Panther. Das ist aber keine Katze, das ist ein Panda. Den wir jetzt retten. Komm, mach weiter hier, greif an, mein Kind. Greif an, mein Kind, geschwind. Okay, Jenna hat voll den Überblick. Nein, du. Wie schlau bist du eigentlich? Der hat Erstschlag, das ist gut. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Für uns. Nicht. Ich glaube, das ist gut. Nein! Böser Panther. Panther. Können wir auch wieder Länder ziehen? Ey, den müssen wir machen. Der muss weg, der muss weg. Die Oma! Wir müssen den wegschicken. Ich hab's gehört. Und jetzt hier. Weil solche Karten sind mega stark. Den solchen. Hast du mir nicht zuhört? Nein. Wegschicken. Ja. Weißt du überhaupt, was der macht? Wenn eine andere Kreatur, die er kontrolliert, stirbt, kriegt ja, ein Leben, Leben und vielen Schaden. Greif ich trotzdem an? Ja, aber das ist später. In diesem Game ist das mega stark. Ja, ja. Der geht gleich weg. Ja, hoffe ich. Sonst gibt es Krieg. Ach so, sonst gibt es Krieg. Okay. Der Kartenkrieg. Was macht das? Immer wenn du eine nicht kriegst. Die kommt gleich weg. Die kommt gleich weg. Ich tipp dir gleich weg. Soll ich erst den spielen? Weiß nicht. Und dann, ja. I don't know. Dann mach jetzt. Spiel das Tribunal. Tribu, Traba. Cha-cha. Ich hätte den 3-2er genommen. Zu spät. Ach. Hab ich gemerkt. Und jetzt hätte ich angegriffen. Aber nicht mit dem 3-2er. Nein! Greif doch mit dem 5-4er an! Der Ach, der kann auch schon angreifen. Sorry. Und hat Mentor. Hab ich nicht gesehen. Sorry. Ich bin gleich erstmal eine Geschichte. Es war einmal ein Ritter. Das ist auch ein Ritter. Weißt du, das hat mega viel gekostet, ne? Das hätte ein. Das könnte. Es könnte sein, dass das ein entscheidender Spielfehler war, dass du jetzt nicht damit angegriffen hast. Ach so, okay. Okay, ich merk's mir. Ich Bevor du irgendwas machst. Fragst du mich? Okay. Okay. Damit ich dir helfen kann. Darf ich atmen? Nein. Du darfst nicht leben. Okay. Das wäre ein Fehler. Vogel. Tapp sie falsch. Greifst sie nicht mit einem an. Macht alles falsch. Getappt oder nicht getappt? Oh. Nicht getoppt. Sicher? Getoppt.
Und jetzt History of the New Year. Be Hallelujah. Okay. Greifen Sie an. Hallo. Ich überlege. Ja. Mit wem? Ja, mit dem 5-4er, mit dem 3-4er, mit dem 3-3er, mit dem 3-3er kannst du nicht. Also mit dem? Ja. Mit dem? Ja. Mit dem? Ja. Mit dem nicht? Mit dem nicht. Mit dem auch noch? Das ist dir überlassen. So, mit dem geht's jetzt. Der liegt darauf. Ja. Der liegt darauf. Mhm. Der kriegt gleich voll viele Zombies. Geht. Weiter. Und der gibt total viel Leben. Und die kriegen total viel Schaden. Mhm. Und darum solltest du den wegmachen. Ja, habe ich vor. Den anderen wegzunehmen war aber irgendwie... nicht wichtiger. Oh Gott. Warte mal. Gleich. Oh Gott, nee, das ist eigentlich klar. Soll ich den mal in 6 hier schicken? Den da? Weiß nicht. Ja, mach ich jetzt einfach. Sechzehn Leben. Mist, ey. Die Verzauberung ist halt richtig doof. Mit dem Vampir. Hm. Ich lass den einen Schaden durch, ja? Mega. Ja. Interessant. Sein Deck ist stark. Er guckt sich seinen Friedhof an. Ja, das Deck ist wirklich stark. Mach den 2-3er weg. Mach den 2-3er weg. Das ist die größte Bedrohung in der Welt. Schlimm. Ja, der liegt doch immer nach. Mhm. Die kleinen Viecher. Die haben die Toastbüro. Oh! Und wieder ziehen dann die Superkarten. Ich will jetzt gar nicht weiterhelfen. Mist. Ja, Spiel. Trotzdem. Das greift jetzt nicht an, oder? Auch. Ja. Oh. Mit wem denkst du, soll ich angreifen? Ja, mit dem 5-4er, mit dem 4-5er, mit dem 3-3er, mit dem 5-5er. Dann kriegt der ja nur schon wieder 1000 Zombies. Ah, dann ist und Token. So. Ja, dann ist es so. Sicher. Da kommst du sowieso nicht dran vorbei. Also soll ich es machen? Ja. Okay. Julian hat gesagt, ich soll es machen. Okay, greif an. Mit dem? Ja. 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 Das reicht. Nein, nicht. Nicht nur mit dem? Nein. Das ist schon ziemlich komisch. So, das ist jetzt... Der blockt auf jeden Fall mit dem. Und mit der da. Und mit der Katze. Der Katze blockt der den 5-4er. Toll, Julian. Den Rest lässt er durch. Der lässt eh nicht den Rest durch. Aber wir haben auf 1. Könnte er eigentlich. Wir können gleich am Ziel einen Schadenspunkt schießen. Ihm oder den 1-1er? Den. Ihm. Sonst kriegt der nochmal einen Token.
Achso, nee, nicht. Kriegt er nicht. Ist ein Spielstein. Jetzt noch mal. Einen Schaden schießen. Ja. Und einen Spieler. Achso, einen Spieler. Oh Gott, Julian. Was haben wir gemacht? Was hast du gemacht? Und das kannst du sagen. Nicht den 2-3er weggemacht. Was? Der ihm jetzt das Spiel gewinnt. Ja, hätte ich den draußen lassen sollen. Aber jetzt hat er noch Token. Heißt also, er kriegt keinen... Jo. Keine Zombies mehr. Das ist gut. Aber er kriegt natürlich immer noch Leben. Und wir verlieren Leben, glaube ich, oder? Ich hoffe einfach, dass wir gleich eine Lavaschlinge ziehen. Das wäre unsere Rettung. Das wäre wirklich unsere Rettung. Würde uns gut helfen, ja. Sind wir schon tot. Das ist auf jeden Fall krass, ey. Zerstöre was? Ich sehe nichts. Den wird man schauen. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker. Toll. Was bin jetzt auch? Vielleicht greift er jetzt schon mit einem an. Mhm. Und dann müssen wir blocken, dann sind wir tot. Mhm. Passen. Ach so. Sorry. Ist doch jetzt egal. Die ist egal. Mir ist nicht egal. So, und jetzt greifen wir mit einem an. Das ist unsere letzte Chance. Aber viel bringt's auch nicht. Wow. Also alle greifen an jetzt einfach? Ja, das können wir so nicht machen. Mit dem Flieger, alles vom Flieger. Cool. Wir sind eh tot, also. Ja. Was ist der Block doof? Also am Ende lag es daran, dass du mit dem 1-1er nicht den 1-1er geblockt hast. Hallo. Ja. Yeah. Tot. Dadurch sind wir schon tot, ne? Nein, sind wir noch nicht. Ah, ne. Dadurch haben wir noch ein Leben. Der ist auf 17? Echt jetzt? Wie viel schon haben? 0, 1, 2. Vielleicht schon. Aber jetzt hat er wenig Kreaturen, aber das ist. Das reicht. Egal. Nein, wir sind auf minus 2. Jetzt kriegen wir noch 2 Leben und dann sind wir auf 0 und dann kriegen wir noch 1. Oh Gott, ey. Was ist das für ein krasses Deck? Coins. So. Zack. Wow. Ja. Ein Sieg. Kassel. Mein Gott. Aber wir kriegen Karten. Eine Rare sogar. Wir kriegen letzter Abschied. Durchsuch deine Bibliothek nach 2 Karten. Nimm eine davon auf deine Hand und lege die andere auf deinen Friedhof. Und dann dürfen wir unsere Bibliothek mischen. Okay, okay. Rare. Und Rare. Ajanis letztes Gefecht. Wow, die wollte ich immer schon mal haben. Ich ja. Willst du sie vorlesen? Nein, die will niemand haben. Dann lese ich sie vor. Für 2 beliebige, 2 weiße Verzauberungen. Immer wenn eine Kreatur oder ein Planeswalker, die bzw. den du kontrollierst, stirbst, kannst du Ajanis letztes Gefecht opfern. Falls du dies tust, erzeuge einen 4-4 weißen Avatar-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Und wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit, den bzw. die ein Gegner kontrolliert, dazu führt, dass du diese Karte abwirfst und falls du eine Ebene kontrollierst, erzeuge einen 4-4 weißen Kreatur und Spielstein mit Flugfähigkeit. Avatar, weißt du, Avatar? Ja. Kreatur und Spielstein. Wow, das ist ja. Holen wir uns noch Booster? Ja. Nice. Aber nur 2 höchstens. Ja, Freunde, also, ihr solltet das auf jeden Fall auch mal spielen, das ist richtig cool. Wir haben gesehen, dass die Decks der anderen dadurch auch sehr viel besser funktionieren. Kannst du mal kaufen. Das ist so recht.
Also, ah, das ist voll cool, das Event. Wir gehen aber nur so und durch. Es ist doch voll günstig. Oh, ne, guck mal, wir haben ein Prismid, dann haben wir einen Ceratops, einen umstrittenen Plan, Vivian's Grizzly, eine häufige Wildcard, dann kannst du weitermachen. Nahiri, Sturm aus Stein. Soll ich auch vorlesen? Ja. Legendärer Planeswalker, Nahiri. Kommt mit 6 Loyalitätsmarken ins Spiel. Wow, du hast es richtig gesagt. Solange es dein Zug ist, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Erstschlag und ausgerüstete Fähigkeiten, die du aktivierst, kosten aktivieren ein beliebiges weniger. Nahiri, Sturm aus Stein fügt einer getappten Kreatur deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Für minus x, ja. Ja. Ich finde die cool, einfach wegen Erstschlag. Ja. Ne? Und Lilianas Triumph. Für ein beliebiges, ein schwarzes, spontan Zauber. Jeder Gegner auf hat eine Kreatur. Falls du einen Liliana Planeswalker kontrollierst, wirft außerdem jeder Gegner eine Karte ab. Die ist cool. Ja. Und jetzt die Rare. Oh! 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 Nice, dass wir uns Booster gekauft haben. Oh. Da haben wir doch ein Nicol Bolas Drachengott. Ein blaues, 3 schwarze, ein rotes. Legendärer Planeswalker Bolas. Yeah. Nicol Bolas Drachengott hat alle Loyalitätsfähigkeiten, die andere Planeswalker wie alle anderen Planeswalker im Spiel. Der kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel, sagt, für +1, du ziehst eine Karte, jeder Gegner schickt eine Karte von seiner Hand oder eine bleibende Karte, die er kontrolliert, ins Exil. Das ist so stark, ne? Ich musste schon so oft dagegen spielen. Für -3, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Und für -8, jeder Gegner, der keine legendäre Kreatur oder keinen legendären Planeswalker kontrolliert, verliert die Partie. Oh mein Gott, Nicol Bolas, ja. Oh mein Gott. Er ist es einfach. Er ist es. Oh. Also es ist natürlich cooler, wenn man den so real öffnet, aber das ist einfach gerade so, wow, oh mein Gott. Ich bin so stolz auf uns. Ich auch. Oh, wir haben hier sogar 2 Planeswalker drin, so wie gerade. Heißt also, es kann jetzt kein zweiter Nicol Bolas sein. Doch, weil es können nur maximal 2 Planeswalker sein. Sicher? Glaub schon. Wir haben Chandras Pyrohelix. Im Booster, vielleicht nicht im MRT. Rückkehr zur Natur. Trutziger Schlag. Dämmerhöhlenagentin. Gewitterskiada. Die Wanderin. Die habe ich voll. 3 beliebige Einsätze. Ja, die Wanderin. Die ist auch zum allerersten Mal da drin. Die sieht aber auch richtig super aus. Die gibt's nur da. Legendärer Planeswalker, verhindere allen Nicht-Kampfschaden, der dir und anderen bleibenden Karten, die du kontrollierst, zugefügt würde. Für -2 schicke eine Kreatur mit deiner Wahl mit Stärke 4 oder mehr ins Exil. Und sie kommt mit 5 Loyalitätsmarken ins Spiel. Wow! Kaya, Verdammnis der Toten. Für 6 Mana, legendärer Planeswalker Kaya. Deine Gegner und bleibende Karten mit Fluchsicherheit, die deine Gegner kontrollieren, können das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten sein, die du kontrollierst, als ob sie kein Fluchsicherheit. Für -3 schicke eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Und das ist mega stark. -3 und sie kommt super. Mit 7 Loyalitätsmarken ins Spiel. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich. Wow! Lebendiger Wirbelwind, 2 rote, na, ich wollte das grünes, 2, 5 Kreaturelementarwesen, 1 beliebiges, 1 rotes. Wirf eine Länderkarte ab. Der lebendiger Wirbelwind fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Mhm. Für ein grünes bringe ein getapptes Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Ja, also wir halten fest, der Bolas war schon toll, ne? Ja, der Bolas war echt super. Und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und zu kommentieren. Und beim Stream vorbeizugucken. Ja, das ist wichtig. Donnerstag, 19 Uhr. Ich wiederhole, Donnerstag, 19 Uhr. Es war auf jeden Fall. Es macht immer richtig viel Spaß bei euch. Mit euch. Mit euch, nicht bei euch. Und bis dahin dann viel Spaß mit dem Video. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Wann anders? Wahrscheinlich Donnerstag. Genau. Hoffe ich doch. Hoffe ich auch. Dann tschüss.